Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Heart Gold hier bei Dercho TV. Und ja, liebe Friends, liebe Freunde der seichten Pokémon-Unterhaltung. Ja, wir stehen mal wieder vor einer Arena. Ja, nicht das wollte ich. Verdammt, so wollte ich. Mit mir, Buddy Wappap. Es trägt sich was. Es trägt etwas. Gibt er es mir oder nicht? Eine Rotblume. Kommt in den Modekoffer. Brauche ich eigentlich überhaupt nicht, aber egal. Ja, liebe Freunde, in der letzten Folge haben wir ein bisschen rumgewurstelt. Wir haben ja sogar unter anderem eines der drei Katzen gesehen. Das möchte ich nochmal ganz kurz gerne mal zeigen. Das möchte ich nochmal ganz kurz mal zeigen. Moment, ich suche es mal gerade. Und zwar nämlich Ette hier. Raikou haben wir vorhin gesehen. Also nicht vorhin, sondern in der letzten Folge. Ihr habt wahrscheinlich auch bemerkt, in der letzten Folge hat sich auch was am Ton ein bisschen getan. Endlich hat der Typ mal hier ein richtiges Headset. So, das mal nur so gesagt. Also ich habe ein richtiges gutes Mikrofon da dran, was auch ziemlich nice ist. So, in der heutigen Folge will ich, und ich hoffe, das wird reichen, ohne dass ich irgendwie geguckt habe, nämlich die Pokémon, ja, weiterhin nicht die Pokémon trainieren, sondern weiter in Richtung Arena nämlich gehen, beziehungsweise ordenmäßig, wie ihr wahrscheinlich hier entnehmen könnt. Da oben seht ihr es nämlich, oder beziehungsweise im Groß seht ihr es eingeblendet. Drei Orden haben wir, der vierte steht an, das heißt Halbzeit, was das angeht. Deswegen soll es jetzt mal so langsam weitergehen und deswegen geht es jetzt auch weiter. Und wir gehen in die Arena von Teak City. Hey du, zukünftiger Champ! Die Trainer dieser Arena haben sich auf Pokémon vom Typ Geist spezialisiert und setzen sie hemmungslos gegen jeden ein, der es wagt, sie herauszufordern. Geist-Pokémon sind ein bisschen wie Gespenster und Pantomime. Also, wenn du also versuchst, mit ihnen roher Gewalt zu bekommen, wirst du damit nur ein wenig Erfolg haben. Ja. Man kann es auch schön sehen, wie es hier aufgebaut ist. Einerseits müssen wir hier jetzt auch ein bisschen aufpassen, wie nämlich das Ganze hier aussieht. Denn wenn wir die besiegen, geht nämlich auch das Licht aus. Heißt also, wir können nichts sehen. So verstehe ich das jetzt im Moment. In Gold, Silber und Kristall sah es ja ein bisschen anders aus. Da musste man ja einen unsichtbaren Weg gehen. Den muss man hier quasi auch gehen, nur ohne Licht. Deswegen ist es halt auch ein bisschen creepy, würde ich mal sagen. So, Gundula ist am Start. Wir machen es mit Buddy Wappap. Das Problem ist aber, Buddy Wappap kann nur mit Doppelkick helfen. Nee, Buddy Wappap kann gar nicht helfen. Buddy Wappap ist hier kampflos in Geister-Pokémon übergeben. Deswegen wechsle ich mal schnell auf, machen wir mal Taubi. Fällt mir gerade auf. Buddy Wappap kann kein Giftstachel oder so, ne? Deswegen, auf geht's. Taubi kann zumindest Windstoß und Windhose, zumindest Attacken, wo wir angreifen können. Also wird Taubi gleich nach vorne gesetzt. Oha, da wechseln wir auch mal gleich. Mit dem Fluch. Nebulak hat sich geradewegs selbst umgebracht für den Fluch, aber was soll's. Da sehen wir es nämlich. Müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, Fluch und so weiter und auch Abgangsbund ist möglich. Ich weiß gar nicht, Abgangsbund auf dem niedrigen Level? Ich kann es nicht genau sagen, ne? Aber es ist theoretisch eventuellerweise möglich, dass es nämlich auf diesem Level eventuell mit dabei ist. Aber schauen wir dann mal. So, jetzt kommen wir hier mit Volti an. Zumindest Donnerschock ist eine Hilfe. Wir können es auch paralysieren, zur Not. Aber das reicht hier, ihr seht's. So. Volti kriegt auch gut XP. Bleiben noch bei Volti, würde ich sagen. Und wechseln dann gleich mal zu Poifoi. Ne? Müssen wir auch bedenken. Das Togepi ist immer noch bei uns, weil, ja, es soll ja irgendwie entwickelt werden oder sowas. Bisher habe ich doch noch nicht so viel zu getan. Ich glaube, ich habe noch nicht mal einen Sonderbonbon. Kann das sein? Also einen Sonderbonbon. Ich müsste mal später mal gucken, wenn wir den Orden gemacht haben, ob ich es dann hinbekomme, dieses Togepi zu Togetic zu entwickeln. Denn es braucht sehr viel Zuneigung und sehr viel Liebe. So, aber jetzt erstmal kriegt dieses Nebulak feurige Liebe. Im Sinne von negativer Liebe, also Hass. Ne? So, Nebulak besiegt. Sehr fein. Gibt aber auch gut XP für die Pokémon hier, weil die Wappap muss hier leider aussetzen. Wie gesagt, zwei Normalattacken kann es. Erdbeben bringt nichts, Schaufler bringt nichts wegen Schwebe.
Und Doppelkick trifft auch nicht. Also das ist schon ziemlich heftig für Wadiwabab. Das heißt, Wadiwabab muss hier einmal aussetzen. Ich werde aber voll nach vorne setzen. Da mache ich mir keine Probleme mit. Und nun ist sie besiegt. So, jetzt geht's, glaube ich, aus. Zack, es geht aus. Das heißt, jetzt müssen wir den Rest erahnen. Und das ist ziemlich schwer. Aber das kriegen wir schon hin. So, ich setze mal aber auch Wadiwabab ganz nach hinten. So, Wadiwabab und Taubi kriegen aber dennoch Tränke. Ich muss jetzt aber auch gleich mal darauf achten, dass das jetzt hier nicht gleich schief gehen kann. Muss aufpassen. So, Wadiwabab setze ich eh nicht ein, deswegen... So, das war so, so, so. Oh nein, zu weit nach unten gefallen. Und das dürfen wir nochmal machen. Das Schöne dabei ist, ja... Wenn wir runterfallen, sehen wir es halt wieder. Also das ist dann auch noch so eine kleine Hilfestellung. Nicht, dass es dann irgendwie heißt, es ist für immer aus. Nein, 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 natürlich nicht. Wenn wir einmal rausgehen, um Pokémon zu heilen oder sonstige Dinge machen, dann passiert es halt nicht. Dann geht das Licht natürlich, beziehungsweise gehen die Kerzen wieder an. So, nächster Gegner. Nächstes Medium, oder war das ein Medium? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Oh, Horrorblick jetzt. Jetzt, das ist ziemlich schlimm, weil Horrorblick sorgt dafür, dass wir nicht flüchten können. Und wenn jetzt Abgangspunkt kommen würde... Dann wäre es halt auch etwas Heftiges. Aber wir bringen es mal kurz um. Somit wirkt der Abgangsbund nicht mehr. Oder doch? Wirkt nicht mehr. Hätten wechseln können, aber nö. Ich bleib dabei. Nur haben wir nochmal Flammenrad. Aber ihr seht, dieses Nebulak... dieses Alpollo ist jetzt etwas stärker. Aber natürlich haben wir ja gleich... Oh, jetzt hier wieder Fluch. Ich möchte ja nur... Ja, wird... Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen Verwirrung. Kriegt Feufeu jetzt auch noch was ab? Erstmal kriegt es Level 25 ab. Ne, kriegt keinen Fluch ab. Ja, das war eine sehr dumm strategische Auswahl. So, jetzt müssen wir ganz langsam. Oh nein. Okay. So geht's also. Wenn wir runterfallen, ist es eh nicht schlimm. Also, deswegen... Ja, ihr merkt gerade, ich lese die Texte nicht durch. Warum sollte ich das auch? Mache ich einfach nicht, aber was soll's. Alpollo. Level 22. Eieiei. Aber wir sind ja immer noch drüber. Genauer gesagt, 3 Level drüber. Ich weiß gar nicht, auf welchem Level Jens ist, ne? Ist ja der Arenaleiter, den wir ja in der vorletzten Folge in der Turmruine gesehen haben, wo wir ja die beiden Hunde ja, die drei Katzen da gesehen haben. Oh, Tiefschlag. Eieiei. Fantastisch. So, damit geht gleich auch wieder das Licht aus. Aber guck mal, Feufeu kriegt hier ordentlich XP. So, ich würde aber gerne jetzt erstmal rübergehen. Uff. Einmal so, einmal so, einmal so, einmal so. Ja, bevor wir zu denen gehen, kriegt Feufeu erstmal einen Trank. Reicht ein Supertrank? Nein, aber das müsste reichen. Wir haben ja noch 5. Reicht ein Supertrank, sage ich gerade. Oh, wie schaut's hier aus? Ah, ich hätte anders gehen müssen. Okay. Gut, das heißt gleich einen Schritt nach unten, einen Schritt nach rechts, einen Schritt nach oben und dann hinter ihr weg. Zenobla. Na, guck mal, die kommt wieder mit Nebulak. Die sind unter 20. Also die sind auch machbar für Wadiwabab. Nur Wadiwabab kann keine kampffähige Attacke gegen Geist-Pokémon. Also ist Wadiwabab hier erstmal raus. Was ich auch ein bisschen traurig finde, aber das kriegen wir schon hin. Nebulak, ach, Nebulak sag ich schon. Wadiwabab kriegt dann ein spezielles Training. Und jetzt lasse ich auch mal die anderen Pokémon ran. Gegen Alpollo. Das muss auch nämlich möglich sein. Taubi zum Beispiel, der hat ja noch 2. So. Was passiert bei Windhose? Das würde ich gerne mal wissen. Das ist ja nicht viel, ne? So, Horrorblick. Taubi kann nicht wechseln, also Taubi kann nicht flüchten. Egal, Windstoß. Das muss klappen. Ah, Konfusstrahl, natürlich. Ja, komm. Verwirr es. So, komm. Nein, Taubi, nein. Oh, klappt ja nie, wenn ich's verlange. Klappt ja nie. Never. Und jetzt kommt noch Fluch dazu. Gut, ich kann zumindest, glaube ich, wechseln. Das ist ja zumindest da. So, kriegt Taubi jetzt auch mal ein bisschen was. Und der Fluch kommt wieder rein. Oh, Mann. Ich glaube, ich gehe gleich einmal ins Pokémon Center.
Wechseln wir mal auf Volti. Hat ja noch nichts so richtig heute gemacht. Doch, ein paar Kämpfe schon. Aber noch nicht so richtig. So, Zenobia heißt dieses Medium. Okay. So, komm, Donnerschock, paralysiert, besiegt. Das reicht mir. Na gut, nicht ganz. Ich hasse Kung-Fu-Strahl, ich hasse es! Oh, ich war leicht übersteuert. Das Mikrofon ist ziemlich empfindlich, würde ich mal sagen. Ich stelle mal ein bisschen mal was um. Ich glaube, so ist es jetzt ein bisschen besser. Hoffe ich mal zumindest. Ne? Das stand ja ein bisschen mehr... Oh, guck mal. Oh, nice. Ah, ich muss das jetzt mal wieder anders einstellen. Moment. Das dauert jetzt ein bisschen. Leute, das dauert jetzt ein bisschen. Ich habe nämlich gerade hier in meinen Audio-Einstellungen ein bisschen versaut. Machen wir mal auf 1 dB. Dann ist das viel besser. So, jetzt habe ich nicht drauf geachtet, aber ich glaube, wir müssen einmal so, einmal so, einmal so, einmal so. Ne, das war's nicht. Gut, egal, wir sind eh hier hinten. Ich habe gesehen, das war der letzte Trainer vor dem Orden. Deswegen gehen wir noch ganz schnell ins Pokémon Center und heilen unsere Pokémon. Vor allem Foifoi bräuchte etwas. Wir werden sowieso gleich nochmal zu Bill gehen, denn Bill hat ein bestimmtes Pokémon für uns. Ja, also wir werden gleich nochmal nach Dukatia City gehen, wenn wir den Orden gemacht haben. Das ist dann auch noch, sagen wir mal, heute der Plan in dieser Folge. Wenn ich alles hier in diese Folge gepackt bekomme, ihr wisst ja, so zwischen 25 und 30 Minuten ist die Folge im Maximum, Minimum bis Maximum halt lang. Items kaufe ich nicht, das müsste ja reichen. Aber guck mal, siehst du, jetzt ist alles wieder zu sehen. Heißt also, wir müssen jetzt nicht so großartig. So, da sind wir. Und ich würde mal sagen, ich würde aber auch dennoch hier speichern wollen. Für den Fall der Fälle, dass es schief gehen sollte, aber was soll's. Und zumindest für diese, für dieses eine Level-Up, was Voifoi bekommen hat, starten wir jetzt nur los. Willkommen! Hier in Teak City werden Menschen schon seit jener als mystische Wesen verehrt. Wir glauben an eine alte Sage, die besagt, dass hier einmal einem sehr talentierten Trainer ein legendäres Pokémon erscheinen soll. Mein ganzes Leben lang habe ich fest daran geglaubt, dass die Weiß-Aussagungen irgendwann eintreten werden und zu diesem Zweck im Geheimen trainiert. Nun besitze ich die Gabe, Dinge zu sehen, die anderen verborgen bleiben. In diesen Visionen kann ich den Schatten eines Menschen erkennen, der die Fähigkeit besitzt, das legendäre Pokémon dieses Ortes herbeizurufen. Und ich glaube, dass dieser Mensch niemand anderes als ich selbst bin. Egoist! Komm und hilf mir bei meinem Training. Das klingt jetzt ein bisschen, sag ich mal, abergläubisch. Hier Pokémon. Gegen drei, weil Wadiwabab und Poge ja ausfallen. Poge, weil Normal-Pokémon, war die Wappab, weil kampfunfähige Attacken. Ist eine sehr schlaue Idee gewesen, Giftstachel zu vergessen, ne? So war die Wappab. Horrorblick. Ruckzuckieb zum Beispiel können wir jetzt an dieser Stelle nicht einsetzen. Was setzt er jetzt? Fluch ein? Nee, er setzt... Was? Hypertrank? Oh, Mikrofon reagiert doch etwas zu sehr. Also mach ich da mal hier mal dennoch mal wieder... Boah, Hypertrank? Oh mein Gott. Hallo? Ach ja, ich muss hier wieder draufklicken. Ja, dennoch mache ich nochmal Glut. Zweites Mal kann das ja jetzt nicht einsetzen. Also denke ich mal, ja, besiegt, ne? So. Oh, fast Level 26. Gengar kommt direkt. Wir bleiben bei Foifoi. Eieiei. Level 25. Noch ein Level trainieren, das ist ein Horrorblick. Gut. Das heißt jetzt, mein Igel Lava muss jetzt bis zum bitteren Ende kämpfen. Oder bis das Gengar besiegt wurde. Jetzt kommt noch Tiefschlag dazu. Das kann bei einer Endentwicklung ziemlich hart sein. Nee, ist es nicht. Voifoi ist ja Zweitentwicklung. Krieg ich es zum Brennen? Nein, ich krieg's nicht zum Brennen, aber es setzt eine Beere ein. Eine Tisitrul-Beere. Jetzt kommt nochmal ein Rotzball. Puh. Auch nicht so fahr. Aha! Ha, ha, ha. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Sollte gleich nur noch Toge übrig bleiben, resette ich, weil ich will nicht, dass es stirbt. Ein Beleber haben wir. Oh, nee.
Wenn es jetzt gleich wieder stirbt, dann... Das gibt's nicht! Was soll das? Okay, war die Wappe, opfere ich mal. Ja, dann weiß ich, dass ich noch trainieren muss, ne? Nein, du kannst nicht angreifen. Hatte ich nicht noch 5 Supertränke? Oh Mann. Und ich scheitere schon am Gengar, ne? So, das, wenn ich hier gleich scheitern sollte... Wenn ich hier gleich scheitern sollte, dann werde ich... Ich kann nichts einsetzen, ne? Warte mal, es steht. Ja. Ich hasse Spuckball. Ja, wenn ich gleich hier scheitern sollte, werde ich resetten. Heißt, ja, dass dann, unter anderem das Training auf Level 30 erhöht wird. Heißt, das wird dann zu einer Trainingsfolge. So, das ist jetzt meine letzte Chance. Sollte voll gleich draufgehen, wird es ein Reset geben. Verdammt! Also, das gibt's doch nicht. Oh, nee. Habe ich einen Aufwecker? Ja. Ich glaube nicht, dass er was bringen wird. Dennoch. Wie gesagt, sollte Feufeu gleich durch einen Spuckball besiegt werden, resette ich. Geht daneben. Setzt trotzdem Flammenrad. Mann! Das gibt's doch nicht! Oh. Ne, ich setze jetzt keinen... Nein. Ich resette... So, gut. Ich stehe kurz vorm Reset. Ja, komm. Ich will resetten. Und ich resette. Es tut mir leid, aber ich resette. Moment. So. Weil das nichts bringt. Und ich habe vor dem Arena-Leiter, ja, gespeichert, was auch ziemlich dumm war. Deswegen, das kommt alles in diese Folge hier mit rein. Ich werde nicht diese Aufnahme irgendwie, sagen wir mal, nö. Wie gesagt, wir werden trainieren. Bis Level 30 alle. Was anderes bleibt mir nichts mehr übrig. Deswegen wird jetzt das Training etwas härter. Zumindest ist jetzt Feufeu auf Level 25. Das ist schon mal was. Das heißt, wir werden jetzt ein kleines bisschen länger trainieren. Heißt, es wird jetzt nochmal 2 Trainingsfolgen geben. Diese hier, die wird zumindest so zu einer halben Trainingsfolge wurde. Weil gegen Gengar kommen meine Pokémon nicht klar. Das sieht man doch. Meine Pokémon können scheiß Attacken. Ich bin zu dumm gewesen, hab Giftstachel. Die einzigstmögliche Attacke. Die einzigstmögliche Attacke. Ne? Und ich bin so, ja, dumm. Nun gut, dann wird jetzt weiter trainiert. Kannst du halt nichts machen. Werden halt es jetzt langweilige Trainingsfolgen, liebe Freunde. Also, es tut mir ziemlich leid. Ich weiß... Das hatte ich vorher nie. Dieses Problem hatte ich vorher nie. Aber jetzt auf einmal diese Probleme zu haben, das ist doch... Oh, nee. Das gefällt mir nicht, ne? Nun gut, dann muss jetzt halt Feufeu anders auf Level 30 kommen. Das heißt, ja, jetzt werden alle auf Level 30 trainiert. Oder ich sag mal nicht Level 30, ich sag mal Level 27, 28. Ne? Würde ich mal sagen, das wären jetzt so, sagen wir mal, diese Trainings-Sessions, die ich jetzt hier mache. Also das heißt, es geht mit Feufeu los. Ne? Mal gucken. Also ich bin jetzt auch ein bisschen eingeknickt, da bin ich ganz ehrlich. Ja, ich bin eingeknickt, ne? Weil es nicht funktioniert hat. Vielleicht sehen wir gleich auch nochmal Entei, wer weiß. Wir haben in der letzten Folge ja Raikou gesehen. Ja, ist ja auch möglich. Deswegen hoffe ich jetzt mal, dass es hier mal... Also ich gebe ehrlich zu, es beschämt mich. Es beschämt mich und ich hasse mich dafür, dass es halt jetzt so geendet, also dass es jetzt so kommen musste. Entweder hätte ich alle meine Pokémon besiegen lassen können, das wäre halt dasselbe gewesen, nur ich habe da halt keine Lust drauf, weil das wäre halt, wie gesagt, dasselbe gewesen. Deswegen ein Reset konsequent. Hätte ich davor nicht gespeichert, dann würdet ihr jetzt das alles gar nicht sehen, weil dann hätte ich konsequent einfach gesagt, gut, die Folge existiert nicht. Ne, diese ganzen 15 Minuten, die es da vorher gab, die haben, ne, doesn't exist anymore, so nach dem Motto. Und deswegen, wozu? Ne? Wozu eigentlich? So, 102 XP. So, ich könnte aber Folgendes machen. Ich könnte, glaube ich, mal einmal kurz zurück nach Azalea City.
Ja. Machen wir das mal gleich an einer bestimmten Stelle. Obwohl ich wüsste, wo ich voll trainieren könnte. Ja, ich nehme ja immer an einem bestimmten Tag auf. Ne? Eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, immer an verschiedenen Tagen aufzunehmen, aber in den letzten zwei, drei Sessions, Aufnahmesessions, die ich ja für Hard Gold ja mache, sind immer an einem Donnerstag gewesen. So, Level 26, ich würde mal sagen 27, 28, ja, kommt schon hin. Ich wüsste nämlich wo. Und zwar nämlich beim Käfersammlerturnier. Ja, dann können wir diese Schmach auch zumindest mal begraben. Das wäre nämlich auch eine Idee. So. Können ja einmal kurz mal hier gucken, was hier so abgeht. So. Keine Katze. Aber dafür ein Nidoran weiblich. Ja, außerdem werde ich dann ja auch, wie gesagt, Wadiwabab ebenfalls auf 27, 28 trainieren. Ich kann es jetzt halt nicht mal rückgängig machen. Also im Moment nicht, dass ich das Wadiwabab wieder Giftstachel lernt. Das kann ich halt nicht machen. Ne? Entweder lernt es noch irgendwie eine geile Giftattacke, was eher nicht möglich ist. Oder irgendwie was anderes. So, gehen wir jetzt mal rein. So, komm. Dann werden wir das jetzt mal machen, weil hier ist unter anderem so, hier gibt es Käfer-Pokémon und das Besondere dabei, die sind auf einem hohen Level und mein Igelava, mein Feufeu, ist halt ein Feuer-Pokémon. Giftschwäche hat, ja, Gift sei schon, Gift und Pflanze hat die Schwäche, beziehungsweise vor allem Pflanze und Käfer hat die Schwäche, das so wollte ich da sagen, ne, Feuer. Das heißt, jetzt baller ich hier, wenn ich ein gutes Pokémon sehe, fange ich es, aber, ne, zum Beispiel ist Raupi Level 15. Das ist ein gutes Training. Das könnte ich eigentlich auch beim nächsten Mal mit Taubi machen. Wäre auch eine gute Idee, ne? Aber ich müsste halt aufpassen, dass dann halt mein Pokémon nicht vergiftet wird oder so. Ich muss mal gerade mal gucken, dass ich Heufeu mal so eine... Ach, scheiße. Hätte ich vorher machen sollen. Ja, gut. Fürs nächste Mal. So. Guck mal, ein Paras, ne? Nicht, dass wir so schnelle Paras kriegen. Es könnte uns paralysieren. Ne? Ich bring's aber trotzdem um. Ne? Weil ich habe ein bisschen Schiss, dass es halt wirklich uns eine Paralyse reinzerren könnte. Kommt es gleich nochmal, fangen wir es halt. Werde ich es mit Glut schwächen und dann mache ich es halt einfach. Ein Safcon, Level 15. Auch nicht schlecht. Ja, nutze ich jetzt halt einfach als Trainingssession, ne? Warum nicht? Ja? Warum nicht? Deswegen, nein. Deswegen, nein. Ja. So. Aber es nochmal. Safcon, Level 11 diesmal. So. Komm, ich schwächs mal mit Glut. Mal gucken, was passiert. Wird es dann auch besiegt oder nicht? Auch. Ja, da haben Käfer-Pokémon kaum Chancen, ne? Aber es gibt XP, aber die reichen halt nicht. Wie gesagt, so ein Sichlor oder so ein Pinsir kam bisher noch nicht. Ne? Bisher nur Safcons. Mal gucken, vielleicht überlebt das Safcon Level 15. Das haben wir nämlich auch noch nicht. Und außerdem kann es wahrscheinlich nur Härtner. Gut, ich sag gar nichts mehr. Ich sag nüschte mehr. So. Ja, da kommt... Wow! Wow! Raupi Level 9. Ja, das wird ein Glut überhaupt nicht überleben. Ich meine ja, wie gesagt, ein Safcon wäre nicht schlecht. Ein Smetbo haben wir hier auch gefangen. Ne? Und ich glaube, wir haben jetzt schon zumindest zwei Pokémon... Oder zweimal haben wir es ja gemacht. Zweimal sind wir nicht in die Top 3 gekommen. Raupi Level 18! 18! Das könnte schon längst ein Smetbo sein. Und wenn es das überlebt, fange ich es. Nö. Ich glaube, wenn es selbst auf Level 20 wäre, jetzt nicht überlebt. Ne? Aber guck mal, wir nähern uns mit Feufeu schon langsam Level 27. Ja, ich weiß, es ist ein ziemlich dummer Move jetzt, aber der andere Move war auch dumm. Also, ne? Was, wie wäre ich jetzt... Nein. Ein Giflor. Komm her. Überlebt's auch nicht. Ich muss der Schneider einsetzen. Okay, gut. Aber ich habe einen B-Boy zumindest gesehen. Aber es gibt auch gut XP. Wenn jetzt gleich ein Smetbo kommt, besiege ich es auch. Also ein B-Boy wäre ich scharf drauf. Also B-Boy, Sichlor und Pinsir wären halt gute, schöne Pokémon.
Oh, guck mal, Kukuna. So, da mal jetzt der Schneider und fang dann das. Warum nicht? Ne? Ein Level und dann ist es schon Bibor. So, Härtner. Ja, es kann nur Härtner. Es wäre halt natürlich geil, wenn es halt so ein entwickeltes Pokémon wäre. Aber kann es halt nichts machen. Ne? Handy, halt die Klappe. Es will immer reden, ne? Und guck mal, da haben wir Kukuna schon direkt gefangen. Haben wir auch noch nicht. Also, ne? Da ist schon ziemlich verzweifelt von mir, ne? So sieht's aus. So, Kukuna, ein Kokon. Käfergift, 0,6 Meter groß, 10 Kilo schwer. Obwohl es ein Kokon ist, kann es sich bewegen. Wird es angegriffen, fährt es seinen Giftstachel aus. Ja, Kukuna gefangen. So. Aber Kukuna Level 15, wie gesagt, ein Level und dann ist es ein Bibor. Wenn wir es behalten sollten. Aber es kommen ja auch nur Raupis und Safcons. Ein Paras kam, ein Bibor kam. Und ja, das Kukuna, was wir jetzt gefangen haben. Also wenn wir da ein Pokémon fangen wollen, dann... Ich glaube, dann mache ich das wirklich mit Foifoi. Aber wie gesagt, ich werd Foifoi dann immer schon Bären dann da, davor geben. Nächstes. Ah, guck mal. Smetbo. Wollte ich ja auch fangen. Stimmt, hat ja dann nicht funktioniert. So sah es nämlich aus. Versuche ich es oder versuche ich es nicht? Komm, machen wir Flammrad. So. Ja, guck mal, ist schon fast Level 27 hier. Ja. Ich denke mal, Level 28 wäre perfekt zum Leveln. Wäre generell perfekt. Ah, guck mal, ein Kukuna Level 17. Deswegen denke ich mal, ein Level noch dazu und dann passt das. Normal wäre ich jetzt doch einmal an dem Schritt, einen Cut zu machen, ne? Kann ich während des Käfersammlerturniers nicht machen. Ja. So. Level 27. Ich denke mal, 28 wäre ein gutes, gescheites Level. Ja, Level 28. Somit müssen neue Pokémon halt dann auch noch... Wie gesagt, könnte eigentlich dann noch gleich danach... Ja. Volltreffer direkt. Ja, das ist kein kein Kukuna mehr, schon kein Safcon mehr. Das ist schon gegrillt. Ja. So. Aber irgendwie kein Pinsir, kein Sichlor, ne? Bibor, Smetbo, fast die ganze Entwicklungsreihe von Hornio kam, Hornio selbst nicht, und die ganze Entwicklungsreihe von Raupi kam, und ein Para. Mehr kam bisher nicht. Ne? Also ist schon ein bisschen traurig, würde ich mal sagen. Ne? Außer jetzt passiert gleich ein Wunder und dann sehen wir ein Pokémon, was ich hier echt nicht hätte sehen sollen dürfen. Ach, guck mal, nochmal ein Bibor. Warum nicht? So, komm, voll. Zur Schneider. Nicht mal das hat sie... Oh, Level 12, ja gut. Eieiei. Eieiei. So, ich würde mal sagen, wenn ich gleich wieder da ankomme, auf der anderen Seite, würde ich dann halt beenden. Oh, zweite Chance. Ein Level stärker. Okay, komm, probieren wir nochmal zur Schneider. Diesmal überlebt's. Ball. Das Kukuna war, glaube ich, beim ersten Ball drin. So auch das Bibor. Nice. So. Okay. Dann haben wir auch einen Pokédex-Eintrag für Bibor. Fehlt nur noch ein Hornliu. Aber ist ja nicht so schlimm. Was haben wir denn bei Bibor stehen? Eine Giftbiene. Käfergift vom Typ her. 1 Meter groß, 29,5 Kilo schwer. Mit seinen gefährlichen Stacheln kann es jeden Gegner besiegen. Es tritt auch in Schwärmen auf. Ja, das weiß ich. So. Wollen wir es ersetzen? Guck mal, das Kukuna hat 1 KP mehr. Ersetzen wir, komm. Welches Level war das Kukuna? Level 15? Wenn wir es gleich treffen, fangen wir es nochmal. Ah, guck mal, da kommt ein Smetbo. Smetbo haben wir auch noch nicht, ne? Können wir ja auch noch fangen, komm. Fangen wir es mal. Außer, das Smetbo kommt mir gleich mit einer Paralyse oder sowas. Ich sollte es nicht triggern, ne? Triggerwaden. Mann. So, schmeiß einen Turnierball, ich lasse es danach frei. Ist mir Wumpe. Hauptsache Pokédex einfach. Du willst nicht? Okay, gut, dann besiege ich dich sofort. Ne? Guck mal, ja, es kann sogar Schlafpulver. Das wäre jetzt noch schlimmer gewesen. Ne? Gut, jetzt muss man mit der Paralyse leben. Ist jetzt auch nicht so schlimm, aber dann besiege ich dich jetzt so. Hast du jetzt davon. Jetzt
Meppo. Selber schuld. Selber schuld. Guck mal, gut XP. Kann noch eins kommen? Nee, aber ich denke mal, bis 28 werde ich auch noch den Rest trainieren. Das sind halt noch drei, vier Level bei den anderen. Die sind ja auf Level 24. Vor allem nämlich auch, weil die Wappab ist noch Level 24. Da muss ich halt mal eine Höhle, glaube ich, finden, wo wir trainieren können. Vollfeuer ist paralysiert. Ja, ich weiß. Oh, schon wieder Raupi Level 18, ne? Stärkste Raupi, was ich je gesehen habe. Mann. So, komm, nochmal. Ich habe nochmal gesagt. Okay. Besiegt. 136 XP. Mann. Gut. Ne, komm. Kommen wir jetzt schon zum Schluss. Müssen wir jetzt nicht noch die... Ja, wir haben 13 Minuten noch. Ist mir aber egal. So. So, was haben wir jetzt? Wir bewerten jetzt die gefangenen Pokémon. Die Gewinner stehen fest. Bist du bereit? Auf dem dritten Platz Pokéfam Wilhelm mit einem Paras. Ja. Das schon mal was. Auf dem zweiten Platz Käfersammler Axel mit einem Smetbo. Oh, das kann spannend werden, Freunde. Oder auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich Erster werde. Und der erste Platz beim Käferturnier geht an... Wahrscheinlich das Raupi Level 18, ne? Das ist peinlich. Den nenne ich Bibor. Komm her. Stecher. Wäre ich beim Kukuna geblieben. Ja, kann ich halt nichts machen. Annette, was willst du? Guten Tag, Annette am Apparat. Das musst du dir anhören. Hast du schon mal am Kiffern... Warte mal. War das gerade Annette, die gewonnen hat? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ne? Naja, ist ja auch egal. Ja. Machen wir mal weiter. Weiter im Text. Gehen wir erstmal hier raus. Ist ja nicht ein safe Weg, weil Foifoi, etwas angefressen ist, wollte ich schon sagen. Angefressen. Genau, Foifoi ist angefressen. Ne? Nein. So, gehen wir hier raus. Und werden den Rest des Weges dann in der nächsten Folge machen. Jetzt ist die Folge etwas länger geworden als geplant, aber was soll's. Arena-Kampf bleibt aus, vorerst, weil wir es nicht schaffen. Ganz einfach, war die Wappab kampfunfähig, die anderen Pokémon zu schwach. Gegen das Gengar haben wir keine Chance, deswegen, ja, geht's in der nächsten Folge weiter. Also, bis dahin und denkt dran, abonniert diesen Kanal, wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Nicht nur in Unterhaltung gibt es auch viel Information. Derchotv.de, da ist auch die Adresse, wo ihr alles findet. Und ja, bleibt gesund, abonniert diesen Kanal, gebt einen Daumen rauf, ihr wisst Bescheid. Tschüss, bis dahin.